Basilisk EM-Studio. Präsentiert vom offiziellen Hyundai-Partner Gundeli Garage AG beim Dreispitz zu Basel. Jetzt mit dem Hyundai-Sondermodell Go. Also bei mir war es WM94, das Finale Brasilien gegen Italien, wo der Roberto Baggio so tragisch über das Goal geschossen hat im Penaltyschießen. Und das mag ich mich erinnern, als wäre es letztes Jahr gewesen. Können Sie sich noch an Ihre erste EM oder WM erinnern, wo Sie Kind waren und das erste Mal so etwas geschaut haben? Also eine Fußball-EM weckt natürlich nicht nur bei den Erwachsenen, sondern auch bei den Kindern Begeisterung. Und gerade jetzt in der Sommerferien können die Kleinen nicht nur am Fernsehfußball schauen. Fabio Halbise. In den Fußball-Lago werden die Kinder selber zu kleinen Schüttern. In dieser Woche finden z.B. in Basel, in Alschwil und in Arlesheim solche Lager statt. Organisiert werden die drei von einem Verein zu Bielbänken. Und der profitiert davon, dass jetzt gerade EM ist, sagt der Präsident Andreas Wöllner-Hansen. Jetzt natürlich mit den Aktualitäten sind sie natürlich völlig im Fußballfieber. Also das spürt man schon. Also da tut man dann das auch entsprechend anpassen und bietet dann in dem Camp selber natürlich eine Mini-EM an. Und bei dieser Mini-EM im Lago sind eben auch mehr Kinder dabei als in einem Jahr, wo kein so grosses Turnier ist. Und auch sonst ist die Begeisterung der Kinder noch ein bisschen grösser. Wir haben jetzt hier Teams gebildet gehabt. Natürlich mit den Klassikern Spanien, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Italien und so weiter. Aber auch dazu genommen Wales und Island. Und eben das Wesen von dieser EM. Kinder hätten nicht wollen, quasi im Namen von dieser Mannschaft spielen, aber jetzt irgendwie überhaupt kein Thema mehr. Und sie sind sogar stolz, jetzt also, sich so ein kleiner Wikinger zu sein.